herzlich willkommen zur 232. Montagsdemo gegen Stuttgart 21. Sie werden sich zunächst wundern über den Zustand der Bühne. Der LKW, der hier normalerweise als Bühne steht, hatte auf dem Weg hierher einen Achsbruch. Aber der Widerstand ist weiterhin gut geölt und ziemlich in Fahrt. Dann gibt es noch einen weiteren Ausfall. Die für heute vorgesehenen Musiker können nicht auftreten, weil der Hauptmusiker erkrankt ist. Ich habe gerade gehört, dass es sich hier gerade eine kleine Spontangruppe bildet, die einen kurzen Musikbeitrag als Intervall einübt. Ich möchte auch ganz herzlich die Raddemo und die Spaziergänger vom Kerner Viertel, die bereits eingetroffen sind, begrüßen. Ab morgen früh ist Stuttgart 21 unumkehrbar. Seit wie vielen Jahren wird dieses mediale Feuerwerk gezündet und verpufft? Es wäre eine Verkennung der Realität zu behaupten, in Stuttgart passiere nichts, es werde nicht gebaut. Aber die Unumkehrbarkeit hatte immer ein sehr kurzes Verfallsdatum. Mein Name ist Andreas Schwab, Parkschützer, und ich werde Sie durch die heutige Kundgebung begleiten. Die Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs, der Schnellbahnstrecke und des Filterbahnhofs wurde in den frühen 90er Jahren für 2012 verkündet. Die Stuttgarter Nachrichten titelten: 2012 rollen die ersten Züge durch den Tiefbahnhof. Nach der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags war S21 unumkehrbar. Nach der Prellbock-Anhebung 2009 unumkehrbar. Nach dem Faktencheck und Volksabstimmung unumkehrbar. Nach der völlig unvorhersehbaren erneuten Kostenexplosion 2013 und Merkels ungedecktem Milliardencheck via Profalla unumkehrbar. Ab morgen also, dem Beginn am wenigsten komplizierten Abschnitt des Bahnhofsdrucks, wird S21 unumkehrbar. Eine der Initiativen unseres überhaupt nicht sinnlosen Widerstandes nennt sich ganz schlicht unumkehrbar e.V. Es hilft der Handvoll Profiteuren des Projekts nichts, immer mehr in ihrem Sumpf der Günstlingswirtschaft à la Profalla oder mafiaähnlicher Quersubventionierungen à la Mappus zu versinken. Wir decken es auf und denken nicht dran, locker zu lassen. Drum sind wir hier, drum bleiben wir, und viele wissen, dass wir die Wirksamkeit unseres öffentlichen Machen nicht unterschätzen sollten. Wenn der Rechtsstaat Bedeutung haben soll, dann werden ein Rambo wie Markus, eine Ausführende wie Tanja Gönner, gegen die vorige Woche Strafanzeige erstattet wurde,
aber auch ein Einfädler wie Günther Oettinger vor dem Kadi stehen. Die Mühlen der Justiz mahlen quälend langsam, oft zu unserem Nachteil. Aber auch bald 4 Jahre nach dem 30.09. bedeutet der Prozess zur politisch motivierten, brutalen Räumung des Schlossgartens einen wichtigen Mosaikstein in der Offenlegung der Methode S21. Es ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, das drehen wir um. Steter Tropfen höhlt den Stein. Die Bahn macht morgen keine Show zum Beginn der Arbeiten am Bahnhofstrog und wird lediglich eine Pressekonferenz abhalten. Wir sagen unseren morgigen Protesttag nicht ab. Denn gerade beginnt sich die Europäische Union wieder ernsthaft für die verbotene Quersubventionierung zu interessieren. Ich will bereits jetzt den Ablauf des morgigen Tages ankündigen. Für Frühaufsteher gibt es ab 6.30 Uhr das traditionelle Baustellen-Blockade-Frühstück. Das wird von der Blockadegruppe organisiert und die Blockadegruppe lädt ein, um 6.30 Uhr an der Schillerstraße am Bahnhofsturm zu sein. Um 7 Uhr treffen sich Tunnelmönche am LBBW-Eingang zum Kopfbahnhof, dem früheren Nordflügel. Man darf gespannt sein. Von 9 bis 12 Uhr gibt es eine Banner-Menschenkette um den Bauzaun. Treffpunkt ist, von der Klettpassage kommend, am Eingang zum zerstörten Schlossgarten. Infopunkte sind an der Mahnwache und am Planetarium. Bringen Sie reichlich Banner und Fahnen mit. Es werden dort auch die vorhandenen Banner verteilt, aber bringen Sie mit, was Sie zu Hause haben. Selbstverständlich ist es nicht statthaft, den Bauzaun zu schmücken. Und schließlich gibt es für Berufstätige und andere, die sich tagsüber nicht frei machen können, um 18 Uhr eine Kundgebung vor dem Kopfbahnhof. Momentan hat die Stadt die Kundgebung nicht genehmigt, aber ich habe gehört, dass die Veranstalter dagegen juristisch vorgehen wollen. Unser erster Redner ist der Ingenieur Hans-Jörg Jeckel. Er spricht nun zum Thema Spatenstich ohne Baulogistik. Hans-Jörg Jeckel.